So. Schauen wir da mal da drüben, wie es mit dem Ausmemo aussieht. Ja, haben wir schon Vorrat. Okay, wird direkt zur Webtextstahl. Gut so zu wissen. Haben wir jetzt hier nicht. Ja, da ist ein Audio Workbench. Zwei Stahlbarren. Gut. Basic Universal Cable. So, kann ich jetzt mit dem Presenter mal den noch wieder abbauen? Jo, geht. Legen wir da mal hier schon eine schöne Leitung. Und knacken den daran. So, der arbeitet jetzt wieder. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob die Maschinen Bumm machen können von Mechanismen. Ich hoffe es nicht. So, Kabel stehen. Würde ich sagen, machen wir weiter mit der Enrichment Chamber. Oder? Wartet mal. Nee. Andersrum, wir machen weiter mit dem Energized Smelter. Nicht Energized. Energized. So, der Energized Smelter. Oh, wow. Cobblestone, Steel Casing. Das ist kein Problem. Cobblestone, Glas, Steel Casing und Circuits. Nein, den nehmen wir. Das ist Copper, Enriched Alloy und Redstone. Die Teile hier sind kein Problem. Enriched Alloy. Redstone und Iron. Ah, da sieht man auch, der verbraucht Carbon. Fülle ich nachher nochmal nach der Aufnahme noch was auf. Wie viel verbraucht der so für einen Barren? Gut. Dann holen wir uns noch was Redstone. Also, wir haben auch nochmal den Vorrat hier. Habe ich das? Ja. Habe ich eigentlich eben den Osmium das? Natürlich nicht. Dann mache ich nochmal den Stil das hier ready. So. Na, mach voran. Komm schon, danke. Da. Sind noch vier Durchgänge. Dann tue ich mir meine Karte selbst hier eingefallen. Haben wir noch. Ah, da. Ich bin es halt die ganze Zeit zu latschen. Stelle ich mir hier mal eine Workbench hin. So. Na, soll es mal weiterarbeiten? Machen wir schon mal ein Steel Casing ready. War das nicht so? Oh. Dann nehmen wir so. Machen wir schon mal das Steel Casing ready. So, wir brauchen Glas. Darf ich auch wieder nach oben latschen? Müsste ich auch mal wieder was nachmachen. So, was war das jetzt noch? Controls. Ah ja, das war die Geschichte. Dann hole ich mir dann mal hier noch ein bisschen Copper. Machen wir nochmal 8 Copper ready. Hä? Machen wir dann mal hier ein paar Cobblestones bereit. Na, der letzte Osmium-Barren. Machen wir was Copper bereit. Danach machen wir nochmal das Enriched Iron zu Steel Dust. Das reicht für unsere Zwecke auch schon mal. So, Carbon ist leer. Knacken wir mal 16 Redstone rein.
Ah, komm, geben wir dem da mal was. Ich glaube, wenn wir da neu können, ja erstmal gut schlucken. So, ein, zwei, komm. Jo. Also, ich finde die Circuits von. Diese Circuits von Mechanismen sind eindeutig angenehmer. Muss man halt wirklich mal sagen. Copper, Redstone, dieses Image-Dolloy geht schnell. Und so. Also, wir haben jetzt hier ein Image-Dolloy, Redstone und also langsam geht es mir dezent auf den Zeiger. Ich will hoffen, dass das jetzt auch noch klappt. Ich habe keinen Bock jetzt hier noch die Aufnahme zu unterbrechen, weil es jetzt vielleicht unifiziert wird. Aber es sollte eigentlich richtig sein vom Audio Dictionary und alles. Nicht Audio Dictionary, ihr wisst aber, was ich meine. So. So. Dann schauen wir mal, ob es klappt. Die Circuits, Steel Casing, Glas, Kobbel. Gut, klappt. Energize Smelter. Fertig. Stell mal auf. Der lädt sich erstmal auf. So, was ist der Energize Smelter? Der Energize Smelter ist ein Ofen. Ja. Also der Energize Smelter ist hier der elektrische Ofen von Mechanismen. Schauen wir mal gerade hier, wie viel hat der da noch? Dann warte ich noch gerade, bis die Durchgänge fertig sind, dann mache ich noch gleich hier das Enriched Iron zu Steel Dust. So. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ah ja. Jetzt gehen wir aber zu der Enrichment Chamber. Es könnte sein, dass ich unter. Zwischendurch mal kurz die Aufnahme unterbrechen muss. Allergiker vor allen Zeit. Die, die es verstehen, was Bescheid, die anderen auch gut. So. Brauche ich 12 Enriched Alloy, ein weiteren Steel Casing und 2 Redstone. Was kann ich eigentlich mit dem Witch Iron noch machen? Nur Metallurgic Infuser, okay. Oh, der ist out of view. Jetzt muss ich aber noch mal kurz nachgucken, ob wir darauf schon gehen können, weil wir wollen ja auch irgendwie die Energie speichern. Dafür nehmen wir so einen Basic Energy Cube. Der kann 2,0 MJ oder ich glaube, das sind hier Megajoule speichern. Was brauchen wir dafür? Okay, Lapis, Redstone, Steel Casing, Energy Tablet. Ach, das geht ja eigentlich. Das sind 6 Stars. Gut. Kümmern wir uns da gleich mal drum. Machen wir jetzt, glaube ich, erstmal wirklich hier diesen Basic Energy Cube fertig und danach machen wir die Enrichment Chamber. Ja, ich weiß, ich schieb's schon wieder auf. Ah. Noch reicht. So, ich wollte auch mal gucken, dass wir vielleicht demnächst, wenn auch mal Crazy dann wieder dabei ist, vielleicht auch mal mit dem alten Mann Trivodo aufnehmen. Ja, ich glaube, der ist der einzige, mit dem wir noch nicht aufgenommen haben. Nee, Quatsch, stimmt nicht. Mit Bacon Woods haben wir auch noch nicht aufgenommen. Außer halt die großen Aufnahmen. Die meinte ich jetzt mal wirklich beiseite gelegt. So, letztes Redstone. Und hopp. Ach stimmt, der braucht ja noch Charcoal. Ich nehme mein Stack mit. Nochmal. Ah, lege ich hier auch nochmal mit nach.
Und der braucht 15. Wie viel hat er? Ah, passt. So, Steal das. Kann ich jetzt mal zeigen? Haben wir fertig? Kann ein Energize Smelter. Und da bekommen wir auch Wunder vom Stahlrausch. Okay. Oh, die Textur hier vorne ist ja schön. Also das haben sie schön gemacht, muss ich sagen. So. Machen wir schon mal das nächste Steel Casing. Ich würde sagen, die Stahlherstellung ist ja bei mir kein Meschenwitz. Das ist ein schöner Mod, aber über Wrecktech ist er da echt noch schwerer, muss man sagen. So, wir brauchen Gold. Und zwar 6. Gold müssen wir hier oben noch haben. Ja. 6 haben wir. 2 Lapis. Ja. 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 Zwei Lapis. Und dann haben wir auch schon alles. So. Damit mal wieder, ich passe echt nicht auf. Ich bin ein Idiot. Sagen wir es so. So. Und so. Zwei Energy Tablets, die sich nicht stacken lassen anscheinend. Das geht dann jetzt so und so. Knacken mal dann auch so hin. Steel Casing. Was setzt Eier das Lapis? Nicht die Schaufel Lapis. Ein Basic Energy Cube. So. Würde ich sagen, den stellen wir dann mal hier hin. Der füllt sich auch schon direkt. Oder auch nicht, war nichts. Oh, der ist leer. So, der hat so einen internen Buffer von, wie gesagt, 2,0 Megajoule. Ich hoffe, ich spreche das immer noch richtig aus. Nicht, dass es Millijoule oder so ist, obwohl das eigentlich idiotisch wäre. So, dritter Versuch. Enrichment Chamber. Die Enrichment Chamber. 4 Redstone Alloy, Enriched Alloy, 2 Redstone, 2 Control Circuits und ein Steel Casing wieder. Steel Casing machen wir als erstes fertig. So, jetzt den Control Circuit. Mal da. Das waren zwei. Geht auch noch vom Kopf perfekt auf. So. Und jetzt. Da und da. Da und da. Da und da. Die Enrichment Chambers.